Liebe deutschsprachige Teefreunde aus aller Welt und vor allem aus Europa, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Dänemark, aus Belgien, aus Luxemburg und aus dem Elsass. Willkommen bei mir, Stefan Erler, in Taiwan zu einer neuen Teeklasse. Und diesmal wollen wir über eine neue Teesorte sprechen, die heißt Qin Yu. Das hat also etwas mit Jade zu tun. Yu ist ja Jade. Und das ist die Nummer 22 in der taiwanesischen Klassifikation. Es gibt ja ein TRS, Tea Research and Extension Station, also ein Forschungsinstitut in Taiwan, in Yangmei, in der Nähe von Taoyuan, in der Nähe von Taipei. Und das macht also Forschung und versucht, neue Teesorten zu kreieren, zu kombinieren und also Teesorten zu finden, die ergiebiger sind, die ich mit Oolong oder mit rotem Tee oder grünem Tee besonders gut passen und besonders guten Tee machen und besonders viel guten Tee machen, damit die Bauern größere Ernten bekommen können und dann damit der Preis auch nicht zu hoch sein soll. Und so es hatte schon ein paar gute Erfolge in den 80ern. Da erfand das TAIS die Nummer 12, das ist Jin Xuan, und die Nummer 13, das ist Cui Yu, Jade Oolong. Der Erfinder damals, der Leiter des Forschungsinstituts, war Wu Zhendo. Er hat auch dazu beigetragen, dass das Dongding Oolong Wettbewerb in Dongding stattfindet jedes Jahr seit 1976. Also ein sehr erfolgreicher Mann, der also vor dem Riss zwischen den Kommunisten in China und den Nationalisten in Taiwan hat er damals in Uyi gelernt. In den Bergen von Uyi, dort in einem Tee-Institut auch. Und er hat also seine ganze Forschung, sein ganzes Wissen mit nach Taiwan mitgebracht und hat also dazu beigetragen, dass Taiwan neue Teesorten erfunden hat. Und Jin Xuan und Cui Yu wurden sehr, sehr erfolgreich. Man findet ja bis heute noch ganz, ganz viel Jin Xuan in Taiwan. Und ich bin also sehr gespannt, wie diese neue Teesorte Qin Yu schmecken wird. Also, da wollen wir gleich dazu kommen, diesen neuen Tee zu probieren. Wie ihr seht, wurde es als Baozhong gemacht, produziert. Einzelne Blätter. Ja, ein Blatt. Und weil es eine neue Teesorte ist, kommt es natürlich von einer neuen Plantage, von einem neuen Teegarten. Manchmal werden alte Teegärten umgebaut, also man reißt die alten Bäume weg und man pflanzt neue Bäume. Aber bei dieser Plantage in Sanxia, da wo ich normalerweise meinen grünen Tee bekomme, meinen Milochun, da war es nicht der Fall, dass alte Bäume abgerissen wurden, sondern es wurde ein Stück Natur neu angesiedelt,
damit, um diese Teebäume zu pflanzen. Also früher wurde dort nichts gepflanzt. Es wuchs also Bäume, verschiedene Pflanzen, aber nichts, dass da es, es war kein Feld, das der Bauer so betrieben hat. Jetzt wurde es umgebaut und seit 2 Jahren wachsen diese Teebäume dort auf diesem Garten. Und dieses Jahr zum Frühling am 19. März wurde zum ersten Mal diese Teebäume gepflückt und wurden zu diesem Baojun transformiert. Also, wir wollen diesen Tee mal probieren. Immer Gaiwan vorwärmen. Also weil es aus dem Frühjahr kommt, ist es leicht oxidiert. Die Blätter sind teilweise leicht hellgrün oder sehr dunkelgrün. Nur an ein paar Orte ist es ein bisschen rötlicher, aber meistens ist es doch sehr, sehr grün. Nicht nicht keine Torrefaktion, keine Röstung, sondern sehr frisch. Jetzt kann ich meine Tassen auch vorwärmen. Und mein Tee hier mit meiner Hand ganz vorsichtig, langsam und gemütlich im Gaiwan so hineinfallen lassen, dass es so eine kleine Pyramide wird. Also es soll wirklich in der Mitte etwas höher sein als auf den Seiten, damit es wirklich in allen Direktionen sich dann ausdehnen kann, wenn das Wasser dann rein drauf kommt auf die Blätter. Jetzt riecht das schon auch stärker durch die Wärme des Gaiwans. Es ist auch sehr wichtig, immer kochendes Wasser zu benutzen für Oolongs und für Baojuns. Die brauchen wirklich an die höchste Temperatur, um die meisten Aromen herzugeben. Ja, ich sehe, ein bisschen Dampf kommt aus meiner Tetsubin. Und aber wir gehen sehr, sehr langsam an. Okay. Das ist mein das Beste an diesem Job. Ich kann Tee trinken während der Arbeit. Das macht dann auch viel mehr Spaß, diese Kurse auf Video zu machen. Und auch ein bisschen mein Deutsch zu erfrischen. Tja, sagt mir Bescheid da, ob ihr Fragen habt oder ob ihr mich gut versteht, ob die Videoqualität da ist. Ich hatte ein paar technische Probleme kurz vor Anfang. Die Konnektion war nicht so gut.
Jetzt riecht es aber sehr, sehr intensiv und sehr süß und blumig. Der Tee ist eher gelb als grün. Hier zum Wohl. Wirklich extrem blumig und sehr, sehr süß. Qin Yu. Die Teesorten, die in Taiwan erfunden werden, kreiert werden, werden nicht mit genetischer Manipulation gemacht, sondern ganz traditionell durch Kreuzungen. Und was sehr interessant an dieser neue Teesorte ist, ist, dass sie von den zwei besten Teesorten in Taiwan jetzt stammt, den Qingxing Oolong als Vater und den Jinxuan Oolong und den Jinxuan als Mutter. Qingxing oder auch Luanze Oolong genannt, Soft Stem Oolong, das ist die Teesorte, die man am meisten in den hohen Bergen findet und auch in Lugu, also in der Dongding Area, wo man die besten gerösteten Oolongs macht. Also Qingxing ist wirklich der Star in Taiwan. Das ist Daoyuling, Lishan, die besten Tees von den höchsten Bergen in Taiwan, die werden alle mit Qingxing Oolong angepflanzt. Die Blätter sind sehr, sehr fein, also Softstem, das hilft auch dazu, wenn es sehr, sehr kalt ist, dass die Bäume diese Kälte auch besser ertragen in den hohen Bergen, weil deren Stämme sehr, sehr klein sind. Und durch diese kleineren Blätter konzentrieren sie viele Aromen und die Länge im Geschmack ist auch sehr, sehr gut. Jinxuan auf der anderen Seite ist das Tee, das am populärsten wurde in den niedrigen Gebirge, in den niedrigen Lagen, wegen seines Milcharoma. Leider ist das Milcharoma nicht mehr so stark, wie es früher mal war, als die Bäume sehr klein waren, ganz am Anfang. Jetzt, da die Bäume mehr matur sind in den meisten Plantagen, ist dieses Milcharoma weniger präsent und deshalb machen viele Produzenten artifizielle Aromen hinzu, um dieses Aroma zu kompensieren, so, damit das doch da ist, obwohl es natürlich auf natürliche Weise nicht mehr da ist. Aber es bleibt ein sehr, sehr guten, sehr, sehr guter Oolong, das wegen seiner großen Blätter groß, sehr ergiebig ist bei den Ernten, also mit derselben Fläche von Bäumen kann ein Bauer fast zweimal so viel Tee produzieren mit Jinxuan als mit Qingxing Oolong und deshalb sind die Preise für Jinxuan auch niedriger. Es ist auch ein Tee, das sehr, sehr feine, blumige Aromen hat. Dafür ist sein Geschmack nicht so stark wie Qingxing, aber das ist vielleicht manchmal ein Nachteil für Leute, die einen starken Geschmack
sich wünschen, aber für Beginner, für Leute, die ihren Tee sehr leicht haben, ist das eigentlich auch gut, denn so ist es viel einfacher, diesen Tee zu machen, ohne dass es bitter oder zu stark wird. Also es ist jetzt sehr interessant, diese Kombination, diese Kreuzung von diesen zwei etwas verschiedene Teesorten zu trinken. Eine Teesorte, die ich leicht, fein, viel Geschmack hat und die andere auch leicht, fein, aber weniger Geschmack hat. Also deshalb ist es auch ein bisschen normal, dass der Geschmack da ein bisschen dazwischen liegt. Der Geschmack ist nicht so intensiv, aber dafür sind die Düfte wirklich toll, sehr, sehr blumig und diese Blumen sind sehr reife Blumen, sehr exotische Blumen. Und dieses Geschmack ist sehr, sehr süß, wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu trinken. Ein Genuss. Und diese Blumen, die erinnern mich an die Düfte der Blumen, die ich in der Nähe dieser Plantage wachsen. Und da frage ich mich jetzt, ob diese Blumendüfte von diesen Blumen kommen oder aus dieser Sorte kommen. Ne? Würde diese Teesorte anders schmecken, würde sie in einer anderen Region angebaut. Das wird man erst herausfinden, wenn man diese Teesorte von verschiedenen Gärten trinken kann. So gut, ich mach's so. Gleich noch einmal. Und sag euch also, dass es was wirklich sehr besonders an dieser Baojiang ist. Was macht die Qualität eines Tee aus? Warum ist ein Tee besser als der andere? Es liegt natürlich an der Umgebung. Die Umgebung von Lishan, Daoyuling in den Hochbergen ist viel besser. Man macht dort bessere Qualität, wegen des Temperaturunterschieds, weil in den hohen Bergen die Natur man ist weit weg von den Städten, also die Luft ist viel reiner, die Gärten sind auch reiner. Und natürlich nicht nur, was kommt am nächsten zur Umgebung eines Tees, eines Blattes, eigentlich. Was noch wichtiger ist als die Umgebung, sind die Wurzeln. Da, wo der Baum seine Kraft nimmt und sein Stoff, das es ermöglicht, die Pflanzen und die Blätter zu wachsen. Und bei diesem Garten, ein ganz neuer Garten, wachsen die Wurzeln in einer Erde, die ganz pur ist. Und diese Reinheit der Erde, die hilft natürlich, dass die Blätter so rein und so natürlich schmecken, dass der Nachgeschmack ganz komfortabel ist. Man schmeckt nichts Chemisches, es ist wirklich pur Natur.
Oder. Deshalb macht es immer Sinn, nachzufragen, wie alt ein Teegarten ist, denn desto älter die Bäume, desto mehr, also desto weniger Kraft kommt aus den Wurzeln, weil die Erde, wenn Tee zu oft geerntet wird, das macht die Bäume schwächer und auch die Erde hat immer weniger Substrate und man muss dann immer mehr Dünger hinzufügen, damit da Kraft ist, um die Blätter wachsen zu lassen. Vor allem Taiwan hat solch ein Klima, dass es fast das ganze Jahr lang, man kann fast das ganze Jahr lang Tee ernten, vor allem in den niedrigeren Lagen. Und das kann schnell dazu führen, dass die Bäume keine Kraft mehr haben und deren Blätter werden immer dünner und schmecken immer weniger. Und hier hat man also einen guten Beispiel, wie ein Blatt also toll schmeckt, wenn es zum ersten Mal geerntet wurde. Deshalb ist es auch gut in den hohen Bergen, dass weil es so kalt ist im Winter, dass die Bäume viel länger Zeit haben, um sich zu erholen. Die Frühlingssaison fängt erst im Mai, Mitte Mai an und endet früher schon im Oktober. Wobei in den niedrigen Lagen kann man Tee wie mein Sichuan Dongpian vom Januar bis zum Dezember ernten. Und das macht die Bäume dann viel schwächer, viel schneller schwächer. Und das ist auch ein Grund dafür, dass Hochland-Oolong in Taiwan eine höhere Qualität hat und auch deshalb auch einen höheren Preis. Hier sind wir bei einem Baojun, also nicht im Hochland. Vielleicht in 10 Jahren wird diese Plantage dieses Problem begegnen, dass es zu oft geerntet wurde. Aber vor allem, also mindestens in diesem Jahr, in diesem Frühling, bei dieser ersten Ernte ist das nicht der Fall. Und das zeigt, dass die Höhe des Gartens nicht das einzige Qualitätsfaktor ist, sondern viel wichtiger ist, dass die Wurzeln in einer ganz reine, neue, frische Erde wachsen und das hilft die Blätter wirklich sehr gut und sehr pur wachsen zu lassen. Wirklich toll. Ich bin wirklich sehr, sehr froh über diesen Tee, einen tollen Fund. Bis jetzt habe ich schon 2 andere Oolongs hinzugefügt in meiner Selektion auf tea-masters.com. Ihr findet schon jetzt einen Jade-Oolong aus Zhushan, also aus dem Zentrum Taiwans, in der Nähe von Dongding und Shaninshi, da ein bisschen in der Mitte, aber nicht so hoch, etwas niedriger als Dongding, Lugu. Und dieser Zhuyu Jade-Oolong, der wurde am 23. März geerntet. Und ihr findet auch einen Alishan Jinxuan, der wurde am 29. März geerntet und den habe ich auch jetzt schon in meiner Selektion, in meiner Boutique. Er ist schon also erhältlich. Für die anderen Tees müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Eine schlechte Nachricht ist, dass zurzeit die Dürre noch weiterhin besteht im Zentrum Taiwans. Es fällt kein Regen. Am Tag, als ich meinen Alishan Jinxuan selektiert habe, war mein Bauer auch beschäftigt damit, eine neue Wasseranlage anzubauen, um mehr Wasser zu ein Wassergefäß zu haben, damit er seine Teeplantagen damit auch bewässern kann, auch wenn es nicht regnet. Denn vor allem in diesem Jahr ist die Dürre so sehr stark wie seit 56 Jahren nicht mehr. Es gibt ja ein Sun Moon Lake, ein Teich im Zentrum Taiwans, und der ist teilweise ganz trocken, ganz ausgetrocknet. Ihr könnt vielleicht ein paar Fotos auf Google finden, und man sieht, wie dieser Teich Sun Moon Lake, sehr, sehr groß, zurzeit ganz trocken ist, trocken liegt. Das ist wirklich ein großes Problem. Und das hat damit zu tun, dass es seit langem nicht mehr geregnet hat. Und vor allem, dass es letztes Jahr im Herbst und auch im Sommer kein Taifun gab auf Taiwan. Normalerweise gibt es ein oder zwei oder manchmal mehrere Taifuns, die auf Taiwan kommen. Aber letztes Jahr gab es gar nicht. Die ganze Insel wird oft hat Urlaub am Tag, wo der Taifun auf die Insel kommt, denn es kann gefährlich sein, draußen unterwegs zu sein. Bäume können runterfallen. Werbungsplakate können abgerissen werden und auf einen fallen. Deshalb ist es oft auch ein Feiertag, wenn ein Taifun kommt. Aber letztes Jahr war kein Taifun, und deshalb sind die Teiche und alle Wasserreservoirs leer zurzeit. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Probleme mit sich bringen für diesen Frühling. Ich glaube, die Ernte wird wahrscheinlich ein bisschen niedriger sein als normal. Aber warten wir es ab, und ich halte den Daumen, dass es noch regnet, bevor der Tee geerntet wird. Und wie gesagt, diese Hochlandsoolungen, die kommen dann erst nach Mitte April. Also mein Bauer sagte ungefähr am 25. April, da kann ich wieder vorbeischauen, um neue Tees zu selektionieren. Okay, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da seid, und ich werde dieses auf YouTube bringen, damit ihr es auch in Ruhe euch nachschauen könnt. Und habt einen schönen Sonntag, und wir sehen uns nächste Woche. Also tschüss.